Was tust du denn da? Wieso? Seit wann flötest du? Das ist ja furchtbar. Bitte hör auf! Bitte hör auf! Was tust du? Ich kann nicht aufhören, nimm sie! Was? Hier, ja. Nimm meinen Rock! Was? Hast du ein... Okay. Jingle Dress. Kann ich das anziehen? Sehe ich da. Oh, ey, das passt tatsächlich überraschend gut zu meinem Outfit. Hey, hier ist Ranja und wir sind heute wieder in der Spooky-Welt mit dem Riesenwürfel, in dem sämtliche Geheimnisse stecken. In der letzten Folge von der Easy, also die gestern kam, falls ihr die noch nicht gesehen habt, dann verlinke ich euch die hier oben, waren wir in der Einhornwelt. Die war eigentlich echt süß, ja? Wir haben einen kleinen... Oh, warte, den wollte ich euch zeigen. Und zwar, ja, wir haben ein Haustier. Oh, ist der Käfer! Ist der noch da? Ich hoffe, der ist nicht abgehauen. Das wäre jetzt stressig, wenn der jetzt weg wäre. Käfer? Käfer? Er ist da! Hallo! Hier ist unser kleiner, neuer, sechsbeiniger Freund, Beetle. Wie heißt der nochmal? Beetle heißt er. Ach, Beetle, er hat hier ja, eine kleine Wohnung, ja? Hier bei uns im Haus. Das war ja vorher frei und es ist, als ob es nur für ihn gemacht ist. Heute ist Seite 4 dran, oder? Was, Randalierer? Ja, Seite 4. Seite 4, okay. Diese hier, oder? Die hier, ja. Okay. Okay. Und wie machen wir das jetzt? Was hast du letztens? Du sagst immer nur, die soll aufgehen, oder? Ich sag immer nur, die soll aufgehen, okay, ja. Okay, pass auf. Dann aber am besten, du gehst mal gucken, ob die andere Seite schon zu ist. Oh, ja. Die andere Seite musst du mal gucken gehen. Das war direkt auf der gegenüberliegenden Seite. Sonst rennen hier überall. Obwohl, nee, weil sonst müssten hier Einhörner sein. Die ist auch zu. Hier ist das zu? Das ist alles gut. Ja. Ja, die ist zu. Hier ist nichts. Hier ist eine Wolke. Okay, dann musst du den heiligen Spruch immer noch aufsagen, bei mir. wenn du zurückkommst. Lieber Halloween-Würfel, öffne dich auf Seite 4. Warte, was? Warte mal. Oh mein Gott. Also normalerweise war das doch immer so eine schöne Welt. Ja? Und was ist das jetzt? Ein Zombie. Ja, toll. Sollen wir da rein oder was? Das ist ja wohl ein Witz. Ja. Ja, super. Wir sollen uns fressen lassen wahrscheinlich. Wir sollen uns fressen. Ich baue mich jetzt mal hier hoch, ne? Okay. Wollen wir da wirklich reingehen, Ronja? Oder wollen wir... Also, haben wir eine Wahl? Wir brauchen Blöcke. Wir haben keine Wahl. Naja, eine Wahl haben wir hier natürlich. Das bin ich. Also, du bist der Wahl. Ich habe eine Flöte. Weißt du, der Zombie, der beruhigt sich, wenn ich ein bisschen Flöte spiele. Stimmt. Und so mit deiner Rassel. Okay. Huh? Aha. Jetzt muss nur noch einer singen. Ich würde sagen, das übernimmst du. Alles klar. Nee, das übernimmt der Zombie. I'm singing in the zombie. Oh, warte mal. Da hinten ist schon ein Obsidian-Block. Das ist einfach. Was? Warte. Das war doch nicht so einfach. Das war jetzt nicht so gut. Ja. Okay. Das ist jetzt blöd. Ist auch saudunkel hier. Hast du sind in seinen Magen gefallen. Ist es zu dunkel, wenn du Fackel platzieren? Ja, das wäre super. Ja, ja, ich hab Fackeln. Das wäre toll. Oder dass wir einen in die Hand nehmen oder irgendwas, weil ich sehe hier voll wenig. Ah, perfekt. Ich weiß nicht, ob das hilft. Allzeit bereit, ne? In deiner Abenteurerausrüstung. Na, definitiv. Viel besser, okay, warte. Das ist ja furchtbar. Das ist hier so ein riesen... Wir müssen ja irgendwie hoch von dem Obsidian. Wo sind wir denn? Wir sind in seinem Magen. Warum zur Hölle hat der Rippen in seinem Magen? Kannst du mir das mal erklären? Was ist das für ein komischer Zombie? Zombies sind ja ein bisschen anders aufgebaut, oder nicht? Weiß nicht, vielleicht müssen wir auch tote Skelette folgen. Meinst du? Diese braune Grünzelle. Hier ist noch ein Obsidian-Block. Hier, da. Pass mal auf. Hier, ich bin Detektiv. Ich habe noch einen Obsidian-Block gesehen. Da steht ein Skelett davor. Ich rede mit dem Skelett. Lebt es? Hallo, Skelett. Ist da reingefallen? Hey, was macht ihr denn hier? So freiwillig sind wir nicht hier. Wir sind hier reingefallen. Warte, das Skelett kann reden? Ja, das kann reden. Ich rede gerade mit dem. Ich bin schon etwas länger hier, aber ich war nicht immer allein. Der wirkt eigentlich ganz nett. Okay. Meine Katze war bei mir, aber die ist plötzlich nicht mehr da gewesen und ich kann sie nicht finden. Okay. Wenn ihr sie mir bringt, gebe ich euch eine Belohnung. Meinst du, der gibt uns die Obsidian-Blöcke? Stimmt, vielleicht. Okay, kein Problem, wir helfen dir. Irgendwas Hinweismäßiges. Was macht deine Katze gern? Ist die eher im Wasser oder ist die eher an Land? Nimm den Fisch, damit lässt sie sich bestimmt locken. Ein Fisch. Das Fisch. Soll ich den nehmen? Ja, nimm den. Sehr gut. Okay, gut, dann danke, Mr. Skelettman. Und wir suchen die Katze. Okay. Mietz. Fisch. Schreck dich in Blut, dann riechst du lecker. Oh Gott. Warte, okay, ich schätze mal.
Das ist ja ekelhaft. Ja, jetzt riechen wir gut. Okay, gehen wir jetzt die braune Flüssigkeit entlang? Weil die... Ja, wahrscheinlich. Ja, okay, super. Ganz toll. Ich bin super gerne ein Zombie. Also es gibt nichts, was ich besser finde, als in einem Zombie zu sein. Habe ich das schon mal gesagt? Ja, hast du. Ich habe doch gerade gehört. Das ist ekelhaft. Ronja, ist mir auch reingefallen. Ja, danke. Mietz. Au! Pass auf, da hinter dir! Ah! Oh, easy! Du mit deinem blöden Rassel! Jetzt mach die weg! Hör auf! Ich bin hier in der Schrecksituation, ja? Ich weiß nicht, was hier ist. Da ist was! Warte, das ist auch eine Skelettkatze? Ja, die ist verhungert. Die braucht mal was zu essen. Kannst du dir den Fisch geben? Ja, ich kann mal versuchen. Hallo, möchtest du den Fisch haben? Guck mal, die lebt noch. Die guckt mich an, bitteschön. Miau, sagt sie. Miau? Der okay. Ist die vor. Was ist denn das für ein komischer Katzenname? Soll ich sie mitnehmen zu dem Skelett? Nimm sie mit, ja. Komm mit, Katze. Kätzchen. Komm mit, da kriegst du noch ein Fisch. Noch mehr Fisch hier unten. Kätzchen. Genau, hier lang. Oh, guck mal, sie geht wirklich mit. Ja, geil. Das mit dem Fisch ist eine gute Sache. Ja, finde ich auch. Ich habe einen zweiten gefunden. Oh. Hier kommst du lang, genau. Aber die schwimmt gern. In brauner Brühe. Ich will nicht wissen, was das ist. Okay, dann Mr. Skelett. Kein Problem. Wir haben deine Katze gefunden. Danke, dass ihr sie zurückgebracht habt. Hier habt ihr einen Schlüssel. Oh, Tatsache, ich habe jetzt echt einen Schlüssel. Gravemaster's Key. Okay, dann Gravemaster's Key. Heißt der? Okay. Ja. Ja, mach mal auf. Gut. Geht das? Ja, wir haben einen Obsidian-Block und wir haben einen Lever. Also einen Schalter. Okay, cool, was machen wir jetzt? Hier hast du deinen Fisch, Katze. Also, da oben war der andere, oder? Wir wissen doch eigentlich, wo beide sind dann. Dann müssen wir nur noch hoch, den anderen holen, irgendwie nicht runterfallen und dann läuft das, oder? Okay, wie sollen wir es da hochschaffen? Geht es hier vielleicht lang? Geht es hier weiter? Weiß es nicht, lass mal schauen. Katze? Die Katze war, glaube ich, in der Sackgasse. Echt? Hier ist eine Truhe, guck mal. Da ist noch eine Truhe. Hier ist ein Hebel drin. Warte, da ist noch ein Hebel drin. Ja, hast du schon einen Hebel? Ich hab auch einen Hebel. Okay, vielleicht müssen wir irgendwas hebeln. Das ist vielleicht wirklich der auf Nummer sicher, wir hebeln irgendwas. Okay, aber was hebeln wir hier? Kann man die Truhe kaputt weiter machen? Jetzt habe ich einen Hebel bekommen. Okay, wunderbar. Dann, müssen wir da irgendwie rüberkommen? Wir müssen da hoch. Oh, stimmt, da hoch, auf die andere Seite. Da können wir durchs Wasser. Also, oder was auch immer das Braune ist. Ich tue einfach mal so, als wäre es Wasser. Optimistisch gesehen, das ist Wasser. Das ist auf jeden Fall nichts anderes Ekliges. Okay, ich fahre auch die ganze Zeit runter. Ich will einfach nur hier raus. Es stinkt und es ist eklig. Die Skelettkatze ist mir gefolgt. Ehrlich? Ja. Die ist voll süß. Ich will raus. Aber die sollte vielleicht mal was auf die Rippen kriegen. Oh Gott, was du... Stopp den Wahnsinn. Es ist Halloween. Ja, toll. Was heißt doch nicht, dass du mich erschrecken musst? Du bist doch kein Monster. Nee, das ist Gehirn. Okay, ich mache jetzt den Schalter auf dieses Pinke, ja? Okay. Wie hört er da hin? Wo denn sonst? Da liegen Sachen in der Ecke. Na gut. Was ist das? Und was jetzt? Wollen wir den drücken? Ja. Was passiert? Es passiert gar nichts. Vielleicht sind die Schalter auch einfach irreführend. Hier ist eine Nintendo Switch und ein... Nein, hier lag ein Obsidian! Was? Ja, hier lag ein Obsidian. Warte, ich glaub's dir hier. Warte, oh, das ist... Okay, perfekt. Das ist aus dem Gehirn rausgefallen. Das ist im Gehirn rausgefallen? Das muss da drin gewesen sein. Was? Okay, ja. Ich bin so konfus. Was ist denn das hier für ein merkwürdiges Zombie-Konstrukt? Was ich habe keine Ahnung. Aber irgendwas ich glaube, hier ist der Ausgang, oder? Jetzt ist er da, auf jeden Fall. Komm jetzt ist er auf jeden Fall da. Willst du rausspringen? Ja, ich springe jetzt hier. Ich will nicht länger ein blöden Zombie sein. Ich hasse ihn. Ah! Das ist nur eklig. Von Zombies. Oh, hab's gefallen. Zack. Okay, warte, die Katze ist dir nicht gefolgt, ne? Die Katze ist drin geblieben. Die ist drin geblieben. Okay, gut, dann haben wir, den Part wenigstens. Hier. Geht es zu? Ja, oder? Ja, das ist immer automatisch gegangen. Ja. Ja, toll. Okay, aber die Obsidian-Blöcke. Ja, wir müssen uns auf das Positive konzentrieren. Wir haben den Obsidian, den wir wollten. Okay, nice. Stimmt. Ich platziere den jetzt. Blöder Zombie. Okay, hier. Hier. Da muss ich sagen, da fand ich deine Einhornwelt viel schöner. Warum können wir nicht sowas kriegen? Deine Feenwelt war auch mega schön. Ja, spannend, aber das scheint immer abwechselnd zu sein. Das ist immer was Gutes und was Schlechtes. Ja, also kommt jetzt ja bei dir... Also was bei, Gutes? Ja, was Gutes. Bei mir muss was Gutes kommen. Mal gucken. Offensichtlich. Ich bin gespannt. Okay, gut. Dann würde ich sagen, dann haben wir das erfolgreich gelöst. Und das war's mit dieser Folge. Ja, wenn wir
Ich weiß auch nicht genau, weil das scheint irgendwie ein bisschen komisch zu sein. Wir haben das letzte Folge schon entdeckt bei der Easy. Wir brauchen eigentlich nur noch zwei Blöcke. Das heißt, ich weiß nicht genau, was auf der sechsten Seite drin ist. Oder jetzt schon in der fünften bei dir. Ja. Aber da scheint vielleicht noch irgendwas zu kommen. Wir können ja vielleicht sonst auch nochmal mit Wolke reden. Die kennt sich da vielleicht besser aus. Aber können wir eigentlich machen. Gut, dann war's das mit dieser Folge. Wenn es euch gefallen hat... Oh Gott, ich habe immer noch diesen komischen grünen Rock an. Das habe ich gar nicht gesehen. Wunderschön. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen hoch da und schaut bei der Easy vorbei. Da kommt nämlich die nächste Folge am Mittwoch. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.